Herzlich willkommen zur Angler-Demo 2.0. Es geht uns um Angelverbote, die die Politik im Fehmarn Belt ausspricht, ohne sachlichen Grund, ohne jeglichen wissenschaftlichen Nachweis, was das Ende für viele touristische Betriebe in dieser Region bedeuten würde. Ich appelliere daher heute eindringlich, auch wenn sie hier nur symbolisch steht, an Frau Bundesministerin Hendricks. Überdenken Sie Ihre Pläne, in Teilen des Fehmarn-Belts ein Verbot der Freizeitfischerei auszusprechen. Sie zerstören ohne belegbare Fakten Arbeitsplätze und Sie schaden unserer gesamten Region ganz massiv. Lasst uns gemeinsam gegen diese Art von Politik kämpfen. Die Jungs hier haben es verdient, die Familien haben es verdient und die Region hat es verdient. Es gibt diesen Tourismus sehr, sehr lange und wir sollten dafür sorgen, dass es den auch weiterhin gibt. Als der Schutzpatron der Angler, Petrus, vom geplanten Angelverbot in Nord- und Ostsee hörte, drehte er sich um und weinte bitterlich. Die Angler sind diejenigen, die Interesse daran haben, dass ihr Hobby auch naturgerecht ausgeführt wird. Zeigen Sie mir einen Angler, der das nicht macht. Es gibt keinen. Was kommt als nächstes? Vielleicht ein Verbot der Sportschifffahrt? Dort, wo eine der meistbefahrenen Seeschifffahrtsstraßen der Welt ist, sollen Freizeitangler stören? Dort, wo in einigen Jahren ein Tunnel gebaut werden soll? Ein riesiger Tunnel, der Dänemark und Deutschland verbindet. Dort sollen Hochseeangelkutter stören. Das versteht kein Mensch. Das ist Vertrauenssache. Und Vertrauen entsteht nur, wenn man offen und ehrlich miteinander umgeht. Wenn man aber vor Jahren gesagt hat, in diesen FFH-Gebieten kann die Nutzung wie bisher weiter passieren und geschehen. Und jetzt kommt man und sagt, nee, die Angler müssen doch raus. Dann ist das verkehrte Politik und so hat man die Menschen hinters Licht geführt. Das macht man nicht. Das ist unanständig, Frau Hendricks, was Sie da machen.